Ekelhaft. Oh, dieser Geruch. Thea, verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Nein. Von innen abgeschlossen. Aber sie waren hier. Sieh mal. Wollen die wahrscheinlich echt die ganze Stadt anzünden? Oder irgendwie Gott, zuteeren? Was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz, das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Gott, erschreckt mich doch nicht so. Keine Panik, wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken, das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie dran. Gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Dann machen wir mal Teer. Gut, soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ja, geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon okay. Dabei. Dann können wir hier schön kurbeln. Kurbel bis zum Ende. Überlass das mir. Hab doch Kurbeln gedrückt gehalten. Hier rüber? Damit er draufkommt. Gut. Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Bin bereit. Ich lasse los. Los geht's. Festhalten. Komm zu den ja, Becken zurück. Nicht runterfallen, das wäre ungünstig. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Oh, viel hilft viel. Hau einfach rein. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Mal sehen, was der Teer taugt. Es werde Licht. Oh, es funktioniert. Ja. Schöner Effekt. So, wo ist jetzt Lukas hin? Kam der hier irgendwo runter? Warte mal eben. Ah, geht das jetzt nicht mehr? Weil da oben ist noch irgendeine cool aussehende Kiste, aber da komme ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr dran. Ja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte, ich glaube, wir haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen. Ich werfe sie hier rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Los! Du hast jetzt Teer herstellen. Misch sie! Fertig! Perfekt! Wirf einen Topf also mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Ein Topf, okay, Topf. Topf mit Teer. Es muss klappen. Batz. Mal sehen, was der Teer taugt. Schleuder, Feuer, Zerwusch. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Stimmt auch ziemlich warm hier drin inzwischen. Aber jetzt komme ich da oben auch gar nicht mehr dran. Okay, der Teer ist irgendwann leer. Ey, aber vielleicht kann ich jetzt da oben hin. Okay, gut zu wissen. Der Teer ist irgendwann alle. Ah ne, das fängt hier wieder an. Sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Dass ich da nicht hochkomme jetzt, das triggert mich. Die Kiste leuchtet so einladend. Vielleicht komme ich von der anderen Seite irgendwie. Weil Lukas muss ja auch irgendwo runterkommen. Vielleicht komme ich da dann hoch und dann hier rüber. Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie. Fertig. Perfekt. Wirf ein also Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Hier, diesmal gucken wir weniger dumm in der Luft rum. Das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Ah, da ist eine Leiter. Sehr gut. Du hast mich gerettet.
Das war der Teer. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer, ich danke dir. Das brauchst du nicht. Hier, und der Teer aus meinen Teertöpfen, der ist auch irgendwann aufgebraucht. Muss ich mir merken. Oh, na, die sieht doch sehr offiziell aus. Ah, da ist noch ein Werkzeug drin. Sehr, sehr gut. Jetzt können wir schon irgendwas noch weiter upgraden. Da habe ich dann wieder die Qual der Wahl. Aber jetzt erstmal raus hier. Lukas, komm helfen. Ist unser Boot da vorn? Seid ihr da nicht so sicher? Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudon und deiner Mutter hin und her gerissen und ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Was auch irgendwie interessant ist, dass sie jetzt so ultra beschützerig und ultra an ihrem Bruder hängt auch. Weil ich weiß noch, am Anfang vom ersten Spiel, da kannten die sich quasi kaum. Also die sind, ja, Geschwister, echte Blutsgeschwister. Aber sie kannte ihren kleinen Bruder halt kaum, weil die Mutter den immer so, weißt du, ah, der ist krank, den müssen wir quasi in seinem Zimmer verschlossen halten und da darfst du nicht hin und so. Die haben sich quasi für Jahre kaum bis gar nicht gesehen. Und am Anfang vom ersten Spiel musste man sich da erstmal so vorstellen, so, hallo übrigens, ich bin deine Schwester. Das war noch ganz seltsam, da waren die noch ganz fremd miteinander. Und jetzt ist sie so... Sie ist so mega den Beschützerinstinkt für ihn. Was natürlich auch irgendwo nachvollziehbar ist nach allem, was wir miteinander durchgemacht haben. Kann ich doch irgendwas abschießen? Ich bin wie eine Elster. Wenn irgendwas glänzt, dann sehe ich das aus dem Augenwinkel. In diesem Moment sterben sicher viele Menschen. Und trotzdem ist es so still. Wir sollten gar nicht hier sein. Du glaubst immer, dass du es kontrollieren kannst. Aber wir sind bloß kleine Steinchen auf dem Pfad der Makula. Ich bin kein Steinchen, Lukas. Ich meine nur, dass du dich nicht schuldig fühlen musst. Mag sein. Komm, unser Boot wartet. Schaffen wir Hugo hier weg. Wie du meinst. Der ist gar nicht so dumm, der Lukas. Ist halt auch so, nur weil wir halt direkt betroffen sind, weil unser Bruder der Auslöser für das alles ist, heißt es nicht, dass wir verantwortlich sind für alles, was hier abgeht und dass wir es ganz alleine zurechtbiegen müssen. Und das Gefühl hat sie halt permanent, leider. Hier durch. Hier schon wieder so still. Keine Ratten mehr, keine Wachen. Ist verdächtig. Sieh mal, da hinten. Josephs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Sehe Hebelrätsel. Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Da ja. Unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Was für ein Tag. Okay, also wir müssen jetzt da unten wieder die Ratten teeren, ohne zu sie zu federn. Na gut, mal sehen, was du bewirkst. Nee, warte mal kurz. Warte, lass mal kurz nochmal los. Ich will erst nochmal das da hinten abschießen. So. Jetzt können wir kurbeln. Hey, wer seid ihr? Oh. Habt ihr die Brücke runtergelassen? Ja, wir wollen nur rüber. Rüber?
Wie denn? Ich stecke hier schon stundenlang mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Könnt ihr den Übergang herbewegen? Ja, wartet kurz. Oh, wie nett. Er wirkt vernünftig. Er hat Angst. Umso besser. Ah, den brauchen wir auch sogar. Na klar, der Arme, dem können wir jetzt erstmal aushelfen. Sehr gut. Auf ein neues. Sie mögen kein Feuer, stimmt's? Stimmt. Gut. Und wie zündet ihr das an? Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fackeln. Habt Geduld. Gut, das war nicht übel. Hey, was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist, selbstgemacht. Einfache Alchemie. Alchemie? Solche Sachen mögen wir hier nicht. Wirklich schade, denn sie rettet euch das Leben. So, Lukas, du bist dran. Na gut. Wo geht ihr überhaupt hin? Wir fliehen von hier. Ihr wisst schon, dass eine Ausgangssperre herrscht? Ja, und dass die Leute so oder so sterben. Also versuchen wir unser Glück. Oh, verstehe. Ja, und du weißt schon, dass wir hier da gerade deinen Arsch retten. Also Schnauze halten. Hey, du verpasst das Becken. Mach langsamer. Das war zu weit. Ein Stück zurück. Hey, lass gut sein. Geht klar. Ah, und das blockiert Klasse, uns hier jetzt. Genau richtig. Dann noch mal ein bisschen Aluhol in die Plörre. Erledigt. Zünden wir das hier auch an. Wird gemacht. Husch. Na bitte. Ein Boot versperrt noch den Weg. Das musst du hochziehen. Da muss ich das jetzt hochziehen, auch weil bei mir die Kurbel ist. Okay. Lass doch nicht sofort wieder los. Wenn ich das hochziehe, wer macht dann... Hallo. Wer macht dann den Alkohol rein? Eine Aufgabe für dich, Lukas. Ja, sofort. Ach ja, ihr kann das jetzt hier rüberpacken und dann lassen wir das Boot wieder runter und dann blockiert es wieder. Für Zivilisten seid ihr überraschend effizient. Wir sind öfter auf uns allein gestellt. Du kannst aufhören. Ups, nein, nein. Mist, ich muss aufhören. Deine Aufgabe, Lukas. Na gut. Da habe ich mich vertan. Da hinten ist das rettende Boot. Hoffentlich. Wie auch immer dann die Mutter und der Magister mit dem Hugo hier hinkommen, ist wurscht. Wassermarsch oder eher Alkoholmarsch. Rein damit. Und fertig. Zünd es an, Amicia. Ja, ja, ich weiß doch, was ich zu machen habe. Das ist nicht mein erstes Rodeo. Alles klar. So, und wie kommt der andere Typ jetzt rüber? Jetzt noch irgendwem helfen nochmal? Also diese Steuerung ist ein bisschen hakelig hier und wieder, hin und wieder. Muss ich gerade machen? Er kann hier nicht rüber, weil da Ratten sind. Oh nein, das Licht reicht nicht weit genug. Es muss einen Weg geben. Ja, wirf den Teer einfach direkt ins Feuer. Das verstärkt für eine Weile die Flammen. Das, ja, das sollte reichen. In Ordnung, dann mal los.
Tutorial. Meine Augen! Los jetzt! Meine auch. Der Teer wird nicht ewig brennen! Hat perfekt geklappt! Danke! Das war ziemlich clever! Wir haben zwar keinen Schimmer von Alchemie, aber mit Teer kennen wir uns auch. Wir haben die Krüge bemerkt. Wozu sind die gut? Das ist vertraulich. Na gut. Fast geschafft. Ja, geschafft. Klasse. Unfassbar. Ihr habt's geschafft. Hey, kannst du dein Zeug benutzen? Ich steck fest. Ja, ich versuch's. Bitte schön. Bist du bereit, Hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte. Befehle befolgen? Ja, wie auch immer die aussehen. Ah, das habt ihr gut gemacht. Geschafft. Ich bin froh, dass ihr heute das Gesetz gebrochen habt. Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig. Sicher. Ich begleite euch nach Hause. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach, komm. Bitte, wir haben unseren Teil getan. Gesetz ist Gesetz. Lasst uns durch, sonst werdet ihr es bereuen. Drohst du gerade einem Soldaten der Provence? Ja. Und ob? Das ist zu wichtig. Moment. Moment. In den Vororten wurden wir von einem Mädchen und einem Jungen angegriffen. Ihr! Ihr seid geflohen! Ja. Wir hätten mit dem Teer blenden können. Naja. Gut zu wissen, wir können Leute mit dem Teer blenden. Entschuldigung. Selbst schuld. Aber wir können noch mal in das Haus gucken, wo er drin war. Ob da noch irgendwas ist. Jetzt haben wir ja Zeit. Die Teerblende hätte wahrscheinlich irgendwann aufgehört zu funktionieren. Da ist noch eine Kiste. Ich fühle mich auch nur ein ganz kleines bisschen schlecht. War ich ein bisschen zu voreilig. Wir haben ja einen Ruf aufrechtzuerhalten. Das ist nicht der beste. Na ja, gut, hier Boot, Schiff, schöne Flucht. Gott. Diese Leute. Ich vertraue niemandem mehr. Ja. Hey, noch eine Werkbank? Mal sehen, was sich machen lässt. Ah, was machen wir denn jetzt? Zweimal schießen, ohne nachzuladen. Ist sehr verlockend. Belage Gegner mit einem Topf voll Ignifer zu töten, ist auch sehr verlockend. Ich mache aber, glaube ich, erstmal ohne Nachladen zweimal schießen. Dann können wir wie in dem Vorschau-Video schneller Leute ausschalten, wenn da zwei nebeneinander sind. Das ist mir sehr recht. Das sollte die Sache erleichtern. Sehr gut. Dann ist hoffentlich der Joseph noch da. Sehen wir uns das Boot an. Es geht um die öffentliche Gesundheit. Du hättest schon längst verschwenden sollen, Joseph. Ich warte auf einen Kunden und Verträge halte ich immer ein, mein Freund. Der Vertrag ist hiermit aufgelöst. Der Hafen wurde gesperrt. Du musst gehen. Das ist er. Ja, doch hier bahnt sich Ärger an, fürchte ich. Also gut, weißt du was? Ich habe Besseres zu tun. Nein, du hast zu viel gesehen. Du bist verhaftet. Ach, komm schon. Hör zu, Mann. Verpiss dich! Der ist mir sympathisch. Joseph, warte! Bleibt, wo ihr seid! Magister Baudin hat uns zu dir geschickt. Wir müssen die Stadt verlassen. Was glaubt ihr denn, was ich gerade tue? Hier hält mich nichts mehr. Okay, ich mag ihn nicht mehr. Wir sitzen fest und wir haben ein Kind bei uns. Ihr seid selber Kinder. Alles klar, na schön. Trefft mich am nächsten Steg. Wer seid ihr? Wo ist der Hauptmann? Scheiße! Eindringlinge! Wie praktisch. Los! Ja, komm. Das war knapp. Ja. Was für Krüge? Oh, was war das? Joseph hat ein Krubel Teer zerbrochen und der hat mit dem Feuer reagiert. So geht's natürlich schnell. Lukas, es wird zu gefährlich. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja,
Tu, was du tun musst. Wir brauchen das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Den Gegner in der Teerpfütze eliminieren. Eliminiere Teer mit einem Topf oder mache Teerkrüge. Okay. Das hat jetzt nicht mal funktioniert. Aber hat es wenigstens genug abgelenkt? Nein, es hat nicht genug abgelenkt. Verdammt! Aber der Typ hilft ein bisschen mit der Joseph. Missen aus Dummheit. Er hat auch seinen Job erfüllt. Dieses Feuer. Da brennt kein Holz. Es sind Leichen. Oh, dort enden sie also alle. Wir haben kein Teer mehr und immer mehr Leichen. Das bedeutet, dass die Säuberung Fortschritte macht. Säubern? Die meisten dieser Menschen waren nicht mal krank. Das Biest löscht die Bewohner aus. Das ist ein Gemetzel. Sie alle sind der Krankheit ausgesetzt. Wir können es nicht riskieren, die Leute rauszulassen. Hm. Darum haben sie die Stadt abgesperrt. Ja, die Leute werden eingesperrt und dann entsorgt. Eine Kriegsstrategie. Leider ja. Leider funktioniert es halt auch. Sobald wir Joseph erreichen, müssen wir zurück zum Haus. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Das ist sogar noch schlimmer als die Inquisition. Schlimmer geht immer. Wenn der Graf hier gewesen wäre, vielleicht hätte er vernünftig gehandelt. Wir hätten ihn treffen können. Und dann hätten wir ihm gesagt, dass wir Ratten und Tod bringen. Es gibt kein Entkommen, das gab es nie. Es ist zu spät. Das ist das Epizentrum. Es wird sich weiter ausbreiten. Ja, den Bogenschützen habe ich nicht gesehen. Ja. Ja, aber ein bisschen verbessert habe ich mich schon beim Schleichen. Ein bisschen. Also ganz minimal. Ah, da können wir Stupefazien. Das ist das also. Ja, wir können uns halt an dem auch einfach vorbeischleichen, aber sonst bemerkt er uns ja, wenn wir ihn jetzt hier noch irgendwas an die Mütze werfen. Ist ja besser, wir machen das nicht. So, hier schnell klauen und dann da gleich verstecken. So, da oben ist der Bogenschütze. Da sind jede Menge Ratten. Wo müssen wir lang? Sind wir hier irgendwie außen rum? Da können wir durch, okay. Ne, wer hat mich jetzt entdeckt? Was zur Hölle war das? Ups.
Nix, gar nix. Keiner da. Ist eine Runde fortsetzen. Den würde ich wirklich gerne aus dem Weg haben. Genug laufen, um hier Dings aufzumachen, irgendwie die Tür. Muss hinter dem Tor liegen. Ja, komm, geht. Dann könnte er Probleme bekommen. Beeilen wir uns. Oh, hey, eine Werkbank. Müssen wir zurück zum Haus. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Das ist sogar noch schlimmer als die Inquisition. Schlimmer geht immer. Hey, wir haben die Schleuder auf. Nee. Wo sind hier Fertigkeiten? Wenn der Graf hier gewesen wäre, vielleicht hätte er vernünftig gehandelt. Wir hätten ihn treffen können. Und dann hätten wir ihm gesagt, dass wir Ratten am Tod bringen. Es gibt kein Entkommen, das gab es nie. Es ist zu spät. Das ist das Epizentrum. Es wird sich weiter ausbreiten. Jetzt aber schnell. Wir haben aber keinen... Ja, wir haben gar keine Werkzeuge. Wir können gar nichts machen. Aber hey, wir schleichen jetzt leiser. Er ist da. Ist doch sehr schön. Verdammt. Ich dachte, ihr schafft es nie. Kommt! Ja, Entschuldigung. Wir wurden ein bisschen von Tod und Verderben danke, aufgehalten. Dass du gewartet hast. Und für deine Hilfe. Naja, ihr wart auch beteiligt. Und wo ist der Rest eurer Gruppe? In der Stadt. Sie bereiten sich vor. Ich sollte... Oh nein. Hugo, was haben Sie getan? Ich hole Sie ab. Wir treffen uns am Steg hinter dem Haus. Sei vorsichtig. Was geht hier vor sich? Willst du gar nicht wissen. Was denkt ihr, war das? Weiß nicht, aber es hat mich geweckt. Da, das Haus. Ein böses Omen, glaubt mir. Die Ausgangssperre gilt noch. Zurück in die Häuser. Was ist los? Sag es uns. Sag die Wahrheit. Nein, nein. Lauf, lauf weg! Ja, was mit dir? Darf ich mich auch bewegen? Nein, nein! Halte zum Rennen Shift gedrückt, sag bloß. Wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen. Oh, nicht wieder rückwärts. Oh Gott, das ist doch gar nicht gruselig. Oh Gott, ich habe sie gewarnt, dass das passieren würde. Es ist sicher dieser verfluchte Mutter. Weiß man halt nicht, ob der irgendwas gemacht hat oder ob das von selber halt passiert ist. Das Haus, ich schaffe das. Was? What? Das sind keine Ratten, das ist eine Naturgewalt. Heilige Scheiße. Ja, lauf. Oh Gott. Ich mag das nicht. Oh, es ist so widerlich. Komm schon! Schneller! Ich habe ja eigentlich kein Problem mit Ratten an sich. Aber dass die sich einfach so wie so eine Flüssigkeit bewegen, das macht das Ganze irgendwie extrem gruselig. Und ekelhaft.
Na super. Gott, die reißen einfach die ganze Stadt nieder. Gott, Frames. Schützerin, dann endlich! Beruhigt sich nicht, ich weiß nicht weiter. Lass mich. Hugo, Hugo, ich bin hier. Bedient. Wir sollten hier raus, bevor alles zusammenbricht. Ja, Lukas wartet am Steg, also los. Wie kommen wir jetzt zum Steg? Amicia. Ich sollte ihn tragen. Ich mach das. Die ganze Stadt ist verloren. Alles verloren. Wir müssen gehen. Sowas gab's noch nie. Ja, die Ratten töten wieder meine Frames. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen ruckelig ist. Wenn ich gut ruhig ist, können wir hier einfach durchlatschen. Unbehelligt. Oder machen die ganzen Feuer es hell genug, dass wir hier durch können? Ach, die ganzen Häuser kaputt, die Bäume entwurzelt. Nein! Diese Leute! Es ist zu spät. Weiter! Oh nein. Wer ist das? Schlaf ein wenig, Hugo. Tu es für mich. Nein. Ich... Nicht hinsehen. Lass die Augen zu. Amicia, was ist passiert? Die Ratten. Sie haben angegriffen. Nein. 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 Wir gehen, Hugo. Tut mir leid. Wie in meinem Albtraum. Alles nur wegen mir. Beruhige dich bitte. Nein. Ich bin schuld. Nein. Träume sind Träume. Verstanden. Auf dem Boot gebe ich dir etwas. Es wird dich beruhigen. Nein! Ich will, dass es aufhört. Tut mir leid. Es soll aufhören, Amicia. Das wird es. In Marseille helfen sie dir. Das ist nicht wahr. Das sagst du immer. Aber du lügst. Lügnerin! Hugo, ich... Bitte beruhige dich. Du hast das Recht, traurig und wütend zu sein. Aber du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Wir finden einen Weg. Ganz sicher. Glaubst du doch selber nicht dran. Geht's euch gut? Ich dachte, ihr wärt... Wir sind unversehrt, Lukas. An Bord, schnell! Es sind nur wir, Magister Vaudin. Verstehe. Verlieren wir keine Zeit. Hugo nicht irgendwie lernen, die Krankheit zu kontrollieren. Wenn man es ihnen vielleicht schon nicht heilen kann. Weil er kann halt nichts dafür, dass er krank ist.
Mittel 5. Unruhiges Fahrwasser.